den Direktor der Bayerischen Staatsoper, Nikolaus Bachler, den früheren Direktor der Wiener Staatsoper, Johann Holländer, sowie den Moderator des heutigen Abends, Thomas Gottschalk. Anna, ich habe dich gesehen gerade in New York vor 2 Wochen, Elixier d'Amour. Das ist insofern eine erfreuliche Oper, weil am Ende nicht alles tot rumliegt, sondern weil alles gut ausgeht und das Paar kriegt sich. Und ich habe genau gemerkt, gerade die Amerikaner, die wollten Netrebko gucken. Die haben Donizetti billigend in Kauf genommen, aber mache ich was falsch oder spreche ich Russisch? You say absolutely everything right. Just my head is growing every second bigger and bigger. From all these compliments, thank you so much. Nein. Es ist gleich Schluss. Das Publikum und in New York hat man eben gemerkt, sie wollen Netrebko sehen. Wie teilst du das ein? Sagst du, ich bin bereits über den Punkt hinaus, wo ich Musikfachleute glücklich machen muss? Ich bin Netrebko, oder ist es für dich genauso wichtig, die Präzision, die, sage ich mal, auch Ansprüche zu erfüllen, die Opernfans an die Rolle stellen, unabhängig jetzt, dass du schöner bist als andere und berühmter als andere? Thank you. Ich kann auch anders, gell? No, I think... I'm thinking very simple. I'm just a performer, and I love to do what I'm doing. And thanks God, sometimes I'm doing this well, and the audience like me, and I appreciate it very much. But I think I really, truly love to be on the stage. Ich bin wirklich sehr gerne auf der Bühne. When I lose my voice, I'm gonna be here standing. Stimme verliere, dann stehe ich wahrscheinlich immer noch da und sitze auf einem Elefanten oder tue irgendwas. Sie werden mich noch lange sehen, bis ich ganz, ganz alt bin. Das verspreche ich. Ich gebe niemals auf. Auch das jetzt Frage an Nikolaus Bachler. Ich habe gemerkt, also wie die Amerikaner, die ohnehin ja sehr viel naiver und sehr viel unvoreingenommener etwas genießen, was sie vielleicht auch gar nicht verstehen müssen oder verstehen wollen. Die sehen das unterhaltende Element. Und es kam eine deutsche Zuschauerin auf mich zu und hat, da hat sie gerade den Richtigen erwischt, sich bei mir beschwert, das ist doch sehr schlicht inszeniert, da fehlt mir der Bruch. Nee, nun ist die Hauptdarstellerin ja eine emanzipierte Frau, die sich durchsetzt, auch in diesen Zeiten der italienischen Revolution. Das kam mir zu wenig raus. Sehen wir Deutschen die Sache zu kompliziert? Müssen wir immer die Herausforderung und den Bruch fordern? Und geben Sie Ihrem Münchner Publikum auch immer den Bruch? Oder sagen Sie, ich habe Netrebko, die sieht hübsch aus, die kriegt am Ende den Tenor und das war's dann? Naja, das Außergewöhnliche und das Tolle an Netrebko ist ja, dass sie sich immer interessiert für eine Arbeit und für die Figuren. Das heißt, dass, wenn man das Thema Ware mit Haar und Ware ohne Haar nimmt, die Ware ohne Haar ist ja eine Sache des Publikums, des Marktes, der Außenwelt sozusagen. Auf der Bühne überlebt ja nur die Ware mit Haar. Das heißt, ein Künstler, der nicht authentisch, nicht bei sich, nicht sozusagen seine Überzeugung hat, was er dem Publikum geben und mitteilen will, der wird nicht bleiben, der wird auch als Ware nicht bleiben. Das heißt, Anna Netrebko ist auch in dem Sinne ein Beispiel, dass zu all dem, was die Außenwelt mit ihr macht und aus ihr macht, gibt es einen unverrückbaren Kern, der auf der Bühne die wahre Kunst lebt und erlebt. Und wie ist es, was dich betrifft, was die Inszenierungen betrifft? Arbeitest du dich lieber in eine durchaus vielleicht schwierige, widersprüchliche, intellektuelle Inszenierung einer deutschen Oper ein? Oder sagst du, wie das bei Donizetti war, ach, es ist bunt, es ist schön, es ist schlicht, ich fühle mich wohl. Wie siehst du das als Künstlerin? Wo fühlst du dich da mehr zu Hause?
I like modern productions. Ja? Also ich mag eigentlich die modernen Inszenierungen, wenn die Sinn machen, wenn die mal ganz anders sind, wenn da mal neue Ideen eingebracht werden, die auch zur Musik passen natürlich, die Musik selbst nicht abtöten. Leider passiert das nur ganz selten, dass man das hat und ich weiß nicht warum. Aber ich denke, ich hätte lieber gerne eine gute moderne Inszenierung als irgendwas ganz Altes, Staubiges, Langweiliges. Ich denke, das wäre mir wohl lieber. Ich möchte nur ergänzen, dieses, was Nikolaus Bachler gesagt hat von Ware und wahre Kunst. Ich glaube, nur die Ware mit H-Kunst wird zu Ware. Sonst wird es gar nicht zu Ware. Weil nur die Wahrheit wird zu Ware. Sonst ist sie auch als Ware unverkäuflich. Natürlich ist sie da ein Beispiel dafür, aber es ehrt sie wirklich, dass sie das Komplizierte, das Suchende, sie ist eine Neugierige, sie sucht neue Wege. Und also wenn ich ein Beispiel geben darf, ein Beispiel, das ja gegen mich spricht, also darf ich es geben. Sie sang ja eine der bekanntesten Opernrollen oder der bekanntesten Opern, die Traviata, in einer alten, bewährten, jahrzehntealten Inszenierung an der Wiener Staatsoper und sie sang sie in dieser fantastischen Produktion bei den Salzburger Festspielen. Es ist doch wunderbar, dass ich hier die Salzburger Festspiele lobe, das ist ja nicht oft geschehen, in der Wiedecker-Inszenierung. Und das war, sie war ja klassenbesser in Salzburg von jedem Standpunkt aus, als in dieser bewährten, anständigen, ja, ich will jetzt nicht das Wort konservativ sagen, weil das wäre auch falsch, Wiener Inszenierung. Also wenn ein Künstler wirklich was zu sagen hat und die meisten haben was zu sagen, ist die Inszenierung meiner Meinung nach absolut ein Bestandteil des Musikalischen und genauso wichtig wie dieses. Und Arnold Drebko ist eine Ausnahme, weil es ist natürlich komplizierter, anstrengender, bedarf einer längeren Probenzeit, in einer neuartigen oder in einer optisch neuartigen Inszenierung wirklich etwas dem Publikum zu geben, als in den sogenannten bewährten, alten, konservativen, wie Sie so schön sagten, zu Donizetti. Also in Wien sind keine Inszenierungen, die zu Donizettis Zeiten entstanden sind, aber es gibt schon, ja, nein, aber das ist ja genau der Punkt. Sie sagten vorhin, naja, dann in einer Inszenierung, die so war wie bei Donizetti oder die so war wie bei Mozart. Das gibt es ja nicht. Wenn wir heute sagen, eine klassische Inszenierung, dann meinen die Menschen die Inszenierung aus den 50er Jahren. Kein Mensch weiß, wie eine Inszenierung im 18. Jahrhundert ausgesehen hat. Und ein noch wesentlicherer Punkt ist, man darf ja nie vergessen, Theater ereignet sich ja nicht nur auf der Bühne, sondern in den Menschen. Das heißt, im 18. Jahrhundert, die Menschen kamen in der Kutsche, es waren andere Lebensgewohnheiten, es gab kein elektrisches Licht, es gab völlig andere Instrumente und. Ja. Das ist ja überhaupt nicht mehr herzustellen, würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, der einzig mögliche Weg ist ja, das mit dem Heute zu konfrontieren, wie auch immer das aussieht. Das Wunderbare, weil Sie dabei waren, bei ihr. They had in intermission, sorry, they had a ballet. Die hatten yes. Das Ballett in der Pause, anstelle von yes. Dem Pausenballett. Und das war die Unterhaltung. Und jeder ist gekommen, um die Ballerinas anzuschauen. Und nach dem Rest der Oper sind sie wieder gegangen. Die haben teilweise durchgegessen. Mit den Ballerinas. In der Pause essen und die haben ja durchgefuttert während der ganzen Oper. Ja, das ist ein fantastisches Beispiel, was. When you sang from Manon, weil sie Curious tolles Beispiel war, als sie die Manon gesungen haben bei dieser Veranstaltung, den Operball. But when you sang it in the Regie von André Scheban, dann ist sie mit der Eisenbahn gekommen. Das ist eben der Unterschied zwischen dem Opernball, der auch vor 100 Jahren vielleicht so war, kam mit der Kutsche, bei der Inszenierung kam sie aber mit der Eisenbahn.